Dieser Podcast wird präsentiert von Genius Alliance. Es ist wieder Zeit für eine neue Folge hier im Genius Angel Podcast. Mein Name ist Norman Müller und wir haben heute eine ganz besondere Folge. Eigentlich sage ich das fast immer, aber heute stimmt sogar, denn es ist ein neues Format, was ich mit dem Felix Meusel zusammen mache. Hallo Felix. Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich bin sehr gespannt, wie sich da eben die ganze Rubrik in der Zukunft so entwickelt. Aber wir haben tatsächlich über jede Menge zu reden. Es passiert sehr, sehr viel und ich bin gespannt. Genau. Damit wir die Hörer auch gleich noch abholen hier. Es geht um das Thema AI, also künstliche Intelligenz. Die neue Staffel oder das neue Format hier im Genius Angel Podcast wird heißen The Art of AI. Und wir beide, Felix, werden eine Menge Spaß haben in der Zeit und werden uns über dieses Thema in sämtlichen Dimensionen, Perspektiven und Tiefen austauschen, weil du ein absoluter Top-Experte bist und wir mittlerweile auch an einer Partnerschaft arbeiten, aber dazu machen wir mal eine eigene Folge. Felix, stell dich doch noch mal kurz vor, wer bist du als Privatperson, was machst du beruflich und vielleicht noch ein paar Worte über Artex Solutions. Ja, sehr gerne. Danke dir, Norman. Also, hi, Felix Meusel, Geschäftsführer und Gründer von Artex Solutions. Ich habe mich schon im Jahr, ich glaube 2015, in künstliche Intelligenz verliebt. Also für mich war das damals so, ich komme ursprünglich aus dem ganzen wirtschaftlichen Kontext. Also ich habe zuerst an der Ludwig-Maximilians-Universität in München Volkswirtschaft studiert, aber da war ich nicht so gut drin, um das jetzt halt mal sehr euphemistisch zu sagen. Und dann in Nürnberg habe ich eben angefangen mit Wirtschaftsinformatik. Und ich weiß es noch, als wäre es gestern, ich bin bei einem Prof reingestolpert. Das wäre eigentlich gar nicht unsere Vorlesung gewesen, sondern das war irgendwas Master für, keine Ahnung. Und da ging es tatsächlich um Machine Learning. Und ich dachte mir, wow, das ist spannend. Und genau im selben Atemzug habe ich letztlich gesehen, wie Google damals ganz neu präsentiert hat, wie sie mithilfe von einer eigenen KI in der Lage sind, eben das Spiel Go zu dominieren. Für die, die es vielleicht nicht wissen, also das Interessante daran ist, dass Go deutlich komplizierter zum Beispiel als Schach jetzt noch ist, einfach weil es so viel mehr Möglichkeiten gibt. Und das war für mich damals absolut ausschlaggebend, weil ich dachte, wow, wenn eine KI sowas kann, was kann die dann noch alles? Das ist jetzt vielleicht nicht für jeden total ersichtlich, weil man denkt sich, okay, jetzt kann sie ein anderes Spiel spielen. Aber ich fand das absolut faszinierend. Genau, und habe mich dann tatsächlich dafür entschieden, in die Spezialisierung künstliche Intelligenz reinzugehen. Und habe dann auch meine Abschlussarbeit darüber an der FAU darüber geschrieben, über Deep Reinforcement Learning, was letztlich nichts anderes bedeutet als verstärkendes Lernen, also eine Art von KI, die sich selber immer weiter trainiert. Und genau, da mit dieser Idee sind wir letztlich dann auch als Artex Solutions gestartet. Und Artex Solutions ist eine Mischung aus Webentwicklung und künstlicher Intelligenz, allerdings immer mit dem Ziel, eigentlich nur künstliche Intelligenz besser anfassbar zu machen, weil man braucht natürlich irgendeine Oberfläche. Also wir können ja jetzt, es ist ja sowieso schon so schwer, das merken immer alle, dass künstliche Intelligenz irgendwie anfassbar zu machen, erklärbar zu machen. Das ist immer so, das Wort ist riesig, künstliche Intelligenz, aber letztlich wissen die meisten immer nicht so ganz genau, was ist eigentlich damit gemeint. Und wir versuchen das halt mit der Firma seitdem ein bisschen handhabbarer zu machen und entwickeln dazu auch seit der ersten Stunde Produkte in dieser Kategorie. Genau. Und das ist so das, was uns ausmacht, was jetzt halt natürlich total spannend ist mit dem aktuellen Hype um ChatGPT, um die ganzen anderen Sachen, die gerade aus den USA kommen und wie sich dadurch insgesamt alles verändern wird. Und ich bin sehr gespannt, was da eben allein in den nächsten Monaten noch passieren wird.
Ja, da wird einiges passieren. Das zeichnet sich ja jetzt schon ab. Wir haben heute auch einen Artikel dazu veröffentlicht. Den verlinken wir auch zusammen mit der Podcast-Folge, die wir schon hatten. Felix, denn du warst ja hier schon im Podcast und hast auch so eure Gründergeschichte erzählt. Also wir wollen dieses Format hier, The Art of AI, dafür nutzen, um einfach Dinge zu übersetzen. Also vor allen Dingen für die Entscheidungsebene in den Unternehmen, um einfach einen Zugang zu dem Thema künstliche Intelligenz und allem, was damit verbunden ist, zu schaffen und vor allen Dingen auch eine Entscheidungsfähigkeit herzustellen. Also wir haben so einen Auftrag des, könnte man Edutainment nennen. Also wir werden es versuchen, unterhaltsam, also irgendwie witzig, lustig, aber eben auch, dass wir diverse Learnings einfach auch mitnehmen können aus dieser Folge. Felix, dein Job wird sein, die ganzen Hardcore-Facts uns mitzuteilen, die ganzen Insights, die der vielleicht ganze nicht... Nerd. Genau. Ich erinnere mich gerade an deine gestrige Aussage. Das ist so unfassbar, was ich zu sagen habe zu dem Thema. Genau. Also wir werden den Deep Dive mit dir machen und mein Job ist, das Ganze irgendwie verständlich zu machen, weil ich so tief jetzt auch nicht drin bin. Ich bin ja kein Entwickler, ja, aber ich finde es total wichtig, mit diesem Wissen das Ganze adaptierbar zu machen für Geschäftsmodelle, für Prozesse in Unternehmen. Ja. Kannst du nochmal, nur damit wir uns ARTEC ein bisschen besser vorstellen können, so ein, zwei Produkte nennen, die ihr entwickelt? Also was genau kann ich von einer KI-Firma vielleicht für mein Unternehmen erwarten? Ja, genau. Also ist ja tatsächlich auch immer recht schwierig. Bis jetzt war KI meistens für uns nur irgendwas, was zwischen Katzen und Hunden unterscheiden kann. Das ist das, was ich immer, das haben wir auch in der Uni meist den Standard gelernt, dass das können KIs ganz, ganz toll zwischen unterschiedlichen Katzen und Hunden unterscheiden. Coolerweise kannst du zwischen ein bisschen mehr. Wir sind in erster Linie daran, Unternehmenswissen zu verarbeiten. Was bedeutet, wir nehmen das Wissen, nehmen einzelne, sagen wir mal PDF-Files, andere Texte, sonst irgendwas, stopfen das alles in unsere KI rein, bis sie ganz, ganz voll ist damit und fangen dann an, sie damit zu trainieren. Und trainieren im wahrsten Sinne des Wortes, ich bin die Generation Pokémon, das heißt, ich muss sagen, dass es also für mich tatsächlich auch so ist. Es ist wirklich so, als würde man ein... ja, als würde man Pokémon trainieren. Also das ist am Anfang ganz doof und kann eigentlich gar nichts. Und wenn man es dann immer weiter mit diesen Daten immer wieder und immer wieder und immer wieder trainiert, das ist im Übrigen auch das, was Google und auch OpenAI jetzt mit ChatGPT getan haben. Die haben einfach ganz viele Daten genommen und es immer wieder damit trainiert. Dann wird es immer klüger. Und das, also eines unserer Produkte ist wirklich eine Art Bot, mit dem man später sprechen kann, der das Unternehmenswissen verkörpert und da dann wirklich in der Lage ist, nehmen wir mal als Beispiel, es ist irgendwie eine Projektplanung und da wurden schon ganz viele Projekte geplant und da gibt es natürlich dann irgendwie einzelne Angebote dafür oder so und jetzt fragt man den Bot, also pass mal auf, ich würde jetzt wieder gerne ein Projekt XY planen mit ähnlichen Daten wie eins, das schon mal existiert hat und dann sagt der Bot, ja, interessant und was sind denn jetzt die neuen Daten und dann erzählt man das Thema und dann ist es wirklich ganz ähnlich wie bei ChatGPT, dass es dann in der Lage ist, oder wie bei jeder generativen Intelligenz, dass es in der Lage ist, mit diesen Daten aus der Vergangenheit plus dem, was man dem Bot erzählt hat, neue Daten zu kreieren. Und das ist natürlich was ich sagen muss, was ich selber jedes Mal ein bisschen faszinierend finde, weil nicht nur, weil es so wahnsinnig viel Arbeit spart, sondern auch, weil es interessant ist, wie dieses Ding wirklich von selber in der Lage ist, was komplett Neues da zu erschaffen. Also das ist so die eine Sparte von Produkten, die wir machen, aber genau, wir gehen da dann noch in viele andere Punkte mit rein. Da könnte ich jetzt auf unterschiedliche KIs eingehen, aber das ist im Moment eigentlich das, worauf wir uns am meisten konzentrieren. Okay, also für alle, die jetzt hier zugehört haben, kurze Notiz, wenn es um das Thema KI geht, einfach den Felix kontaktieren oder mich, ich baue dann die Brücke zum Felix, also das ist, glaube ich, ein absolutes Muss in der heutigen Zeit. Felix, du hast vorhin gesagt, Liebe auf den ersten Blick, ne? Thema KI. War dir damals schon klar, was auf uns zurollen wird, was in den nächsten Jahren jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr gehypt, ja, durch ChatGPT, aber war dir klar, was das bedeutet?
Also für mich war es am Anfang noch nicht komplett klar, obwohl ich schon immer, also ich meine, ich bin mit Science Fiction aufgewachsen und auch mein Vater ist sehr Science Fiction verliebt. Insofern, ich habe das schon von klein auf so, also der Horizont war schon immer da. Es ist ja immer die Frage, was ist möglich mit diesem Horizont? Aber ich war da schon immer sehr gespannt. Dass mit der künstlichen Intelligenz so viel in so kurzer Zeit möglich ist, das war mir selber auch nicht klar. Also das muss ich sagen, das ist dann erst über die Jahre gekommen. Ich habe allerdings eine sehr spannende Anekdote, die ich in den letzten Jahren vor Corona hatte. Ich glaube, das war im Jahr 2018. Da hatten wir einen Professor, der auch sich sehr, sehr viel mit eben Machine Learning und eben allen möglichen Arten der künstlichen Intelligenz auseinandergesetzt hat. Und der hat uns eine hochgerechnete Grafik gezeigt. Und der meinte, und ich bin bis heute verblüfft, wie genau er es zumindest bis jetzt vorhergesagt hat. Er meinte, wir stehen jetzt hier an dem Punkt. Also das war ungefähr so eine Grafik, die dann irgendwie exponentiell immer weiter gewachsen ist. Und wie man es kennt, der typische Hockeystick. Und er hat gesagt, wir sind jetzt ungefähr an diesem Punkt. Das war so kurz bevor es so richtig hochgesprungen ist, im Jahr 2018 eben. Und er hat damals schon exakt richtig geraten oder wahrscheinlich dann nicht geraten, berechnet, dass er meinte, ungefähr im Jahr 2022 wird die nächste Stufe der KI erreicht werden. Und das wird eine immense Auswirkung auf die gesamte Wirtschaft haben. Und er ist dann sogar noch weitergegangen und da bin ich jetzt sehr gespannt. Also es ist nicht meine Zukunftsprognose, die ich hier jetzt zitiere. Er meinte, 2026 passiert dasselbe nochmal. Also, ich weiß nicht, was da dann jetzt nochmal theoretisch noch alles passieren kann. Was ich nur damit sagen will, ist tatsächlich, dieser Professor und viele in diesem ganzen Forschungsumfeld, auch die Superstars innerhalb der Forschung um künstliche Intelligenz, sagen eigentlich so seit dem Jahr 2016, 2017, irgend sowas, sagen sie voraus, dass KI eine immense Rolle spielen wird. Und ja, jetzt bewahrheitet sich das halt langsam. Ich glaube, wir erahnen noch nicht mal, was da in der Zukunft los sein wird. Also, ich Ja, habe ja das eine ganz stimmt. steile These, nur mal, um mal ein paar praktische Beispiele zu bringen. Meine steile These ist, aber bevor ich die erzähle, weil ich die ganze Zeit noch im Hinterkopf habe, wir werden nachher in dieser Podcast-Folge über das Thema ChatGPT sprechen und warum das keine gute Idee ist, das quasi im Unternehmen von den Mitarbeitern einfach so verwenden zu lassen, um weiter irgendwelche Geschäftsgeheimnisse mit OpenAI zu teilen. Also dazu werde ich den Felix nachher noch befragen, was wir da machen können. Also das ist noch ein ganz interessanter Hack. Meine steile These in der Zukunft ist, nehmen wir mal die Medienwelt, ja, nehmen wir mal sowas wie eine, weiß ich nicht, Website, Spiegel Online oder sowas, ja, dass diese Texte in einem Jahr, da lege ich mich jetzt fest, ja, in einem Jahr nicht mehr von Menschen geschrieben werden. Ja, also ich denke auch, dass also zumindest viele dieser Dinge, die jetzt nicht den wahnsinnig investigativen Journalismus oder sowas brauchen, die werden sich, also wahrscheinlich haben die sich teilweise schon verabschiedet. Oder für mich ist so die Frage, weil es ja jetzt auch in den letzten Tagen viel kursiert, Matthias Döpfner und die ganze Berichterstattung um Welt und Bild und Springer generell. Der hat aber auch schon vor Jahren mal gesagt, wäre totaler Fan von eben KI-Journalismus. Und deshalb frage ich mich bei diesen Schlagzeilen, und also ich lese die Artikel eigentlich nicht, aber trotzdem so von der Kürze und so weiter, vielleicht sind das auch jetzt schon KIs. Also ich kenne die Geheimnisse von Springer nicht, aber also es könnte auf jeden Fall, eben mit so recht einfachen Dingen ist auf jeden Fall, ich denke, dass deiner These wahrscheinlich nichts entgegensteht am Ende, weil vieles, was prozedural wiederum aufrufbar ist, ist einfach recht simpel durch KI zu kreieren. Ja, vor allen Dingen, ein ganz großer Treiber ist ja die Wettbewerbsfähigkeit. Ja? Jetzt stell dir mal vor, wir haben ganz viele Verlagshäuser, Axel Springer wahrscheinlich allen voran in Sachen Digitalisierung. Ja? Also die ganzen Printsachen erstmal abschaffen und alles auf digital mit Paywall und so weiter. Ja, auf jeden Fall. Jetzt schauen wir uns mal den Wettbewerb an. Ist so eigentlich nur die Frage, wer es als erstes schafft, seinen Gesamtprozess so effizient und so schnell zu machen durch KI,
dass die Diskussion, Qualitätsjournalismus und so weiter, vielleicht wird es noch so ein, weißt du, so ein Manufakturblatt geben, ja, wo dann ausgewählte Meinungsführer, Journalisten dann wirklich Qualitätsjournalismus in Form von noch so handmade, ja, also selbst geschrieben. Aber ganz ehrlich, das, was wir heute konsumieren an Informationen, ja, da fragst du dich nicht, ist das von der KI erstellt oder von einem Menschen? Da willst du die Information haben und du willst irgendwie einen Anspruch haben, dass das inhaltlich korrekt ist. Ja? Also, dass du irgendwie keine Fake News konsumierst. Und ich glaube, darauf wird es hinauslaufen, dass ich mich als Verlag vielleicht auf eine Art von Kategorie, ne? Investigativer Journalismus, hast du gesagt, sowas eher, ja? Dass ich mich auf so ein spezielles Thema konzentriere und dann oder meinetwegen als Fachverlag mich positioniere, aber die Texte, warum die nicht von der Maschine schreiben lassen, wenn das viel effizienter, viel schneller geht in Zeiten des Fachkräftemangels. Ja. Ja, wir glauben ja, dass wir im Fachkräftemangel irgendwie mit einem Recruiting-Prozess dem entgegenwirken können oder unser Unternehmen noch attraktiver, noch mehr Obstschalen hinstellen und Kickertisch. Ja, aber wir können es auch mit KI lösen. Ja? Also ja, das absolut. Ist nur die Frage, wer das als erstes erkennt. Ja. Es wird auch, also was ich das Spannende finde, das hatten wir erst gestern mit einem anderen Berater, der auch uns durch schwerere Zeiten schon sehr durchgeholfen hat. Und da hatten wir gestern nochmal ein Treffen, war sehr nett, weil es ja bei uns auch im Moment sehr, sehr spannend ist, wie sich das alles eben mit Hilfe von künstlicher Intelligenz verändert. Mhm. Und dem haben wir eben auch gezeigt, was wir jetzt gerade so machen, gerade eben mit diesen Bots für die in der Lage sind, Unternehmenswissen zu verarbeiten und dann neu auszuspucken. Und der meinte dann auch an irgendeinem Punkt, als wir vor allem über unser Hauptprodukt Athene, auf das ich auch gerne nochmal zu sprechen komme, aber darüber gesprochen haben und das gezeigt haben, hat er irgendwann gesagt, das ist ja unglaublich, dann werden irgendwann tatsächlich ja die E-Mails oder die gesamte E-Mail-Flut, die wir heutzutage so kennen, die findet dann nur noch zwischen KIs statt. Das ist eigentlich, muss ich sagen, total, total verrückter Gedanke. Ja, dass wir absolut. Wirklich, ja. Da werden immer total schön formulierte E-Mails und das ist, man liest die selber gar nicht, weil man sie sich wieder zusammenfassen lässt und dann sagt man ja, formulier genauso schön zurück und dann wird man da über wunderschön gestaffelte Briefverläufe mit sehr geehrter Herr Müller, es ist so toll und bla 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 und blumige Worte und so weiter. Und das hat aber dabei überhaupt nie jemand gelesen, weil immer nur hier, zack, schicken, Zusammenfassung, schick mal zurück, ja, ich bin auch angetan von der Idee, weiter geht's. Und jetzt sagst du was ganz Spannendes, weil das ist für mich der massive Unterschied zwischen KI und dem, was wir so Digitalisierung in der grauen Vergangenheit, die noch nicht so lange weg ist, verstehen. Eine KI, oder nehmen wir mal wieder ein praktisches Beispiel, eine Google-Suche und ChatGPT. Ja? Bei der Google-Suche muss ich, wie der Name schon sagt, suchen. Auf Suchen habe ich persönlich nicht so wirklich Bock. Ja? Aber ChatGPT heißt Ergebnis. Ja. Also, absolut. Und wenn wir uns dein E-Mail-Beispiel mal hernehmen und sagen, im Moment jetzt noch, ja, ergeben wir uns dem Prozess, E-Mails hin und her zu schicken. Ist ja eigentlich wahnsinnig zeitaufwendig, ja, anstatt einem System wie Athene jetzt von euch die KI zu bitten und zu sagen, hey, ich möchte ein bestimmtes Ergebnis erreichen, ja, korrespondiere mit der anderen KI oder mit dem E-Mail-Empfänger, ja, hin und her, um dieses Ergebnis zu erreichen, am besten bis übermorgen. Ja. So, und das heißt, so, und das ist vielleicht auch so der Aufruf an alle, die jetzt hier zuhören. Wir müssen vergessen, lernen, wie diese Prozesse im Moment funktionieren, um eine Vorstellung entwickeln zu können, um wieder Platz im Kopf zu haben, ja, wie das in der Zukunft laufen wird. Ja, wahrscheinlich. Also wir müssen einfach vergessen, dass E-Mail-Schreiben irgendwie cool ist oder irgendwie der Standard ist. Wir werden es in Zukunft einfach nicht mehr machen. Ich frage mich zum Beispiel auch, ob wir noch Webseiten brauchen. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich habe da jetzt auch schon, das Interessante ist, dass es ja im Moment so das Flaggschiff eines jeden Unternehmens oder einer jeden Marke ist, weil eben immer, egal ob das Social Media auftritt oder irgendwelche Blogposts und so weiter, dass am Ende jede Art von Content, was auch immer, findet sich immer auf dieser Basis der Webseite wieder. Aber es ist natürlich eine gute Frage, wenn jetzt das eigentliche Googeln, so wie wir es aktuell kennen,
Und Google ist auch selber sehr stark am Ändern dieses Mechanismus. Wenn das wegfällt, dann ist natürlich die klassische Webseite auch nicht mehr das, was so interessant ist. Man sieht es ja jetzt schon, wenn man irgendwelche Fragen stellt, also sowas wie, ich weiß nicht, wie lange hält Zahnpasta? Keine Ahnung. Dann ist Google immer mehr auch schon in der Suche dabei, diese Fragen direkt zu beantworten. Also, dass man dann auf diese kleinen Dinger da klickt und dann steht da direkt, ah ja, okay, Zahnpasta hält ewig, was weiß ich. Und das, denke ich, wird sich noch viel weiter fortsetzen. Also im Moment ist es natürlich so, dass die Webseiten selber noch das wiedergeben, was das Unternehmen ist, was eine Marke ist, was eben wie das alles aufgebaut ist. Aber wie du auch sagst, ich denke, in Zukunft ist es wahrscheinlich das Interessantere, wenn so eine große generative Intelligenz damit gefüttert wird, die Informationen einfach direkt zu erhalten. Ich will ja von der Webseite auch nicht alles wissen. Ich will ja eigentlich nur irgendwas ganz Bestimmtes davon. Ja, aber voll antiquiert doch eigentlich. Guck mal, wie lange gibt es Webseiten schon? Ja? Jetzt haben wir uns über die vielen Jahre verbogen, eine Interaktion daherzustellen mit einem Live-Chat und mit einem schönen Formular. Ja? Aber es ist voll antiquiert. Ja? Wie aktuell ist meine Website? Wie oft ändere ich da was? Ja? Ich halte mich in Communities auf. Für mich ist ein Messenger viel schneller in der Kommunikation. Also eine Website ist eigentlich wie irgendwie so ein Werbeschild in so einem Gewerbegebiet, ja. Also was ich vielleicht brauche, wenn ich mal vorbeischaue und eine Telefonnummer recherchiere oder ein Impressum oder so. Aber das ist nicht wichtig. Wenn ich eine KI fragen kann, ja, dann brauche ich diese Website einfach nicht mehr. Also diese, und das geht ja einher, überleg mal, das ganze Thema Google AdWords, ja, da ist ja ein massives Geschäft in Gefahr von so einem Großkonzern wie Google. Ja, absolut. Ja, und wo wir uns im Marketing einen abbrechen mit SEO-Optimierung und so weiter, fällt alles weg. Ja. Massiv. Das ist der Weg, also den allerdings tatsächlich auch Google selber einschlägt. Also denn ja. Google ist jetzt in massiver Bedrängnis, wie du ja auch sagst. Und allerdings ist es so, dass sie ja mit Bart jetzt schon am Nachliefern sind. Das ist im Moment noch recht fehleranfällig, aber... Hast du es testen können? Ich stehe da auf der Warteliste, ich habe es noch gar nicht anschauen. Ja, sie sind leider im Moment so, ich habe es jetzt sogar geschaut, ob wir es mal über VPN oder sonst irgendwas ausprobieren können, dass sie das nur in Großbritannien und den USA bis jetzt so ein bisschen ausgeliefert haben. Aber es scheint wohl so, und das ist eben im Moment ihr Nachteil auch gegenüber OpenAI, dass sie teilweise zu schlechte Ergebnisse damit abgeliefert haben. Also dass sie das jetzt nochmal nachbessern müssen. Aber insgesamt wird natürlich auf jeden Fall die Entwicklung wird dahin gehen. Also ich denke, Google ist zu tief drin in dieser gesamten Materie, als dass die da jetzt halt einfach komplett weg sind. Also die werden schon wiederkommen. Und wenn sie wiederkommen, dann eben ähnlich so, wie du es gesagt hast, wird es vermutlich auf Dauer darauf hinauslaufen, dass derjenige sich am besten positioniert, der direkt, es ist in gewisser Weise jetzt schon so, aber es wird dann noch stärker, der die besten Antworten liefert. Also der wirklich so, hey, guck mal, für dieses Problem zum Beispiel, das ich jetzt gerade gegoogelt habe oder so, bin ich eine perfekte Lösung, weil ich kann dir da direkt mit weiterhelfen. Und auch im Kontext gesetzt. Also das wird ganz anders aufgebaut sein. Und das ist das Interessante, weil irgendwie bei einer Webseite ist es ja, wie du sagst, da steht halt alles einmal grob drauf, was man dann alles so ist und so weiter. Und wird so nicht mehr der Fall sein. Das ist wirklich spannend. Ich weiß selber nicht so genau, wie das aussehen wird. Ja, also wenn's Google gelingt, das smarter zu integrieren in zum Beispiel diese Worksuit, die sie haben, ja, also dass ich im Grunde eine KI in meinem E-Mail-Programm habe, in meiner Datenablage, in den ganzen Docs und Tabellen und so weiter. Also dann, wenn die das smarter machen mit einem Schlag, ne, dass ich das dann überall habe, so wie es ja Microsoft eben auch macht oder am Versuchen ist, dann glaube ich schon, dass sie auch so wieder ein bisschen mehr aufholen können, weil ich meine, was haben wir denn über die letzten Jahrzehnte gemacht? Ja, wir haben doch eigentlich deren KI, ihre Suchmaschine, die ganze Zeit gefüttert. Ja, da muss ja eine Unmenge an Daten da sein in einer gewissen Qualität. Ich weiß nicht, ob da Microsoft mit Bing nach oder mithalten kann. Nee, also das ist auch gut, dass du es ansprichst tatsächlich, weil ich denke, der entscheidende Punkt ist, und ich weiß nicht, ob sich irgendjemand auch, ob du dir mal die Mühe gemacht hast, die AGBs von Google durchzulesen, ist ziemlich heftig. Also
sind sehr, sehr lang. Hast du die gelesen? Also in Ausschnitten, weil tatsächlich ist es so ist, dass es mich gefuchst hat. Ich habe irgendwann mal mitbekommen, das musste Google dann nach dem Gerichtsprozess auch zurücknehmen, dass sie tatsächlich gesagt haben, dass geistiges Eigentum, das in Google Docs verarbeitet wird, quasi Google gehört. Und das ist nur ganz kurz so gewesen. Das ist natürlich ein bisschen krass. Und aber dann dachte ich mir, okay, jetzt will ich es genauer wissen. Und was man sagen muss, ist, also sie haben viel nachgebessert, auch also vor allem auf Druck. Tatsächlich hier mal ein von meiner Seite ganz großes Lob an Datenschützer weltweit, weil von selber hätte Google das nicht gemacht. Das ist natürlich nur deswegen entstanden, weil diese Datenschützer so einen wahnsinnigen Druck aufgebaut haben und daneben zuerst die USA nachgezogen haben, aber auch die EU-Kommission dann wirklich Druck gemacht hat. Mhm. Und deswegen ist es jetzt schon besser. Aber um wieder auf den Kern zurückzukommen, du hast natürlich absolut recht. Also Google wird seit Anfang der 2000er mit, wir können es uns gar nicht vorstellen, mit Petabyte an Daten, also mit riesigen Mengen von uns allen gefüttert. Und dass die jetzt dann, wenn sie dieses kleine Tief, das sie zugegebenermaßen hatten, nachdem OpenAI gezeigt hat, wo der Hammer hängt, wenn sie das überwunden haben werden, dann ist es natürlich wahnsinnig spannend, was können sie überhaupt daraus machen? Also keine Ahnung. Also es wird wahrscheinlich etwas sein, was nochmal, würde ich zumindest jetzt mal selber vorhersagen, das deutlich stärker ist als das, was wir aktuell von ChatGPT und so weiter kennen. Aber ist halt auch wieder die Frage, wie lange dauert das? Und vielleicht setzen sie sich auch gar nicht so endgültig durch, weil sie jetzt zu lange eben auf das andere gesetzt haben. Und man sieht ja immer, also wie schnell es andere nachmachen, das ist der Wahnsinn. Also auch gerade was im Moment in den USA insgesamt in dieser Richtung abgeht, ist unglaublich. Ja. Vielleicht um die Dramatik auch noch so ein bisschen zu unterlegen und zu unterstreichen, wenn es jetzt nur, Anführungsstrichen, ein ChatGPT-Startup wäre, ja, wo man sagt, okay, da hat der Elon Musk irgendwann mal investiert, jetzt ist da Microsoft drin und so weiter, aber die glauben nicht so wirklich dran, zumindest hat man das Gefühl, ja, also wenn es so wäre, dann wäre das, glaube ich, nochmal eine andere Geschichte. Aber wenn Microsoft sagt, sorry, ich integriere das einfach mal in meine Services, ja, und jetzt kommt noch Google dazu, dann haben wir einen Wettbewerb der Giganten, ja. Absolut. Und welche Beschleunigung in der Entwicklung, deswegen auch KI-Revolution, und wir haben es ja verglichen in dem Artikel mit der Erfindung des Internets, ja, oder der Erfindung des iPhones, was ja dramatische Veränderungen in unserer Gesellschaft, in der Wirtschaft, in unserem Privatleben verursacht hat. Ich glaube, dann wird uns so ein bisschen klar, da wird es ein bisschen heller im Kopf, was da eigentlich auf uns gerade zurollt. Ja? Ja. Du hattest gerade Datenschutz angesprochen. Das ist ja immer ein sehr sensibles Thema, ein sehr wichtiges Thema, wie ich finde. Wir haben es am Anfang sicher, ich zumindest, verteufelt, welche Aufwände wir mit irgendwelchen Cookie-Bannern und Datenschutzerklärungen auf der Website und so weiter dann noch an Zusatzaufwand hatten. Aber wie wichtig das ist, merken wir jetzt spätestens. Ja? Wie ist denn das so? Wenn ich als Unternehmen die ganze Zeit zulasse, dass meine Mitarbeiter ChatGPT verwenden, um ihre E-Mails zu schreiben, um einen Blogartikel Marketing zu schreiben, um bessere Verkaufstexte im Vertrieb zu entwickeln, ja, oder auch um Personalthemen. Also in sämtlichen Fachabteilungen wird dieses Programm eingesetzt. Jetzt kann ich natürlich hergehen und sagen, ich schaffe das ab, ja, ich sperre die Ports, dass man das in meinem Unternehmen zumindest intern nicht mehr erreichen kann, ja. Nehme den Mitarbeitern dann natürlich einen wichtigen Teil ihrer neuen Produktivität. Ja? Ja, und wenn ich es offen lasse, gehe ich einfach, habe ich die Gefahr, dass meine Geschäftsgeheimnisse oder Internas einfach mal in OpenAI oder OpenAI weitergegeben werden. Ja? Also genau, weil du sagst, es ist ja nicht mal nur OpenAI, das ist ja das Witzige oder vielleicht auch hier das Gefährliche. Ja.
Weil du es eben davor schon gesagt hast, es gibt einen ganz berühmten Fall, von dem vielleicht auch einige gelesen haben werden, der ich glaube, vor 2 Wochen erst stattgefunden hat. Und zwar haben viele Samsung-Mitarbeiter das schon verwendet und haben da eben gemerkt, dass das auch ganz tolle Kennzahlen rausbringt, wenn man es eben mit seinen eigenen Daten füttert. Also, aber jetzt nicht irgendwie ein eigenes Modell, sondern wirklich original ChatGPT. Und das Blöde ist allerdings, dass eben auch hier wieder, wenn man sich mit dem Datenschutz von ChatGPT auseinandersetzt, was die auch selber eindrücklich so reinschreiben, ChatGPT verwendet die Daten, um sein eigenes Modell weiter zu trainieren. Also was natürlich theoretisch absolut Sinn macht, was aber datenschutztechnisch nicht unbedingt optimal ist. Eigentlich garantieren sie, dass das da dann keine Auswirkungen hat, dass es nicht dazu führt, dass irgendwie die eigenen eingegebenen Daten in anderen Datensätzen oder so oder in anderen Antwortvorschlägen wieder vorkommen. Es ist aber in diesem Falle passiert, dass die Samsung-Mitarbeiter aus Versehen Samsung-Daten geleakt haben. Also dass tatsächlich der Algorithmus diese Daten übernommen hat und dann irgendwie ja natürlich selber durch verstärkendes Lernen, also durch sich selber weiter trainieren, gemerkt hat, ah, okay, das war irgendwas von Samsung und das dann an anderer Stelle wieder rausgeworfen hat. Und das ist natürlich fatal. Ja, Also. jetzt stell dir mal vor, also nur mal um es mit meinen Worten zu sagen, ich nehme aus der Industrie, ja, irgendeine Innovation, ein Patent, was ich anmelden möchte, ja, beschreibe das in ChatGPT und sag, mach mir eine Beschreibung des Produkts für eine Patentanmeldung beispielsweise, ja, oder irgendein Vertragswerk, ja, erstell mir einen Vertrag zu folgender Situation, dann beschreibe ich das. Das heißt, ich trage das ja alles in eine Datenbank ein, die nicht in meinem Unternehmen ist. Ja, genau. Also So. die, genau. Also so geht schon mal los. Also sie ist allein schon, es ist eine Datenbank, die in den USA ist. Das ist, damit haben wir in Europa theoretisch sowieso schon große Probleme. Das ist auch, deswegen war es ja zwischenzeitlich in Italien verboten. Ich weiß nicht, ob das Verbot immer noch gilt, aber da waren es eben auch Datenschutzbedenken, unter anderem deshalb, andersrum herum halt auch eben, weil es ja darüber hinausgeht. Und das ist eben der Unterschied nochmal zu Datenbanken. Ich meine, auch unsere ganzen Daten von Google zum Beispiel, die sind auch meistens auf Datenbanken in den USA abgespeichert. Und ich finde auch insgesamt, es gibt natürlich gewisse Gesetzgebungen aus den USA, über die wir als Europäer nicht sonderlich glücklich sind. Aber das sei jetzt mal dahingestellt. Aber das mit der Datenbank ist eben nur der erste Schritt. Das Problem ist, dass gerade ChatGPT alle Daten wieder verwendet, um sich selber besser zu machen, was erstmal ein ganz logischer Schritt ist, was OpenAI auch so angekündigt hat, weil sie ja gesagt haben, eigentlich ist ChatGPT als Gesamtes, bevor sie dann jetzt ein Business Model draus gemacht haben und so weiter, erstmal nur sowas wie ein erweitertes Forschungsprojekt. Und das bedeutet, dass eben, wie du gesagt, alle Daten wieder in den Fleischwolf reinkommen und dann irgendwie wieder ausgewertet werden. Und irgendwann hat irgendjemand Zugriff auf irgendeine Information. Genau. Aber stelle ich mir das richtig vor, wenn ich noch die Zahlen richtig habe, korrigiere mich da gern. 100 Milliarden Datensätze, das war, glaube ich, so das erste Modell, was trainiert wurde damit. Die haben irgendwie so 16.000 Prozessoren oder Chips gekoppelt, um das überhaupt rechnen zu können. Damit sind sie in den Markt gegangen und jetzt haben wir 100 Millionen User, die diese KI die ganze Zeit trainieren. Also durch unsere Eingaben und Korrekturen und so weiter trainieren wir, also nur mal um sich das exponentielle diese exponentielle Entwicklung oder das Training dieser KI einfach mal vorzustellen, und was das auch für einen Vorsprung für OpenAI bedeutet. Absolut. Also genau, jede Sekunde letztlich, auch die wir gerade sprechen, wächst das Wissen über die Daten und wie das weiter eben verwendet werden kann von OpenAI. Man hat das jetzt auch schon gesehen. Wir im Unternehmen intern verwenden verschiedenste Large Language Models, also alles sowas wie GPT zum Beispiel, aber es gibt auch noch andere und haben jetzt angefangen mit GPT-4 zu arbeiten. Und das ist noch nicht verfügbar. Also zum Beispiel nur im Vergleich ganz kurz in
ChatGPT ist GPT 3.5 drin. Also das ist quasi das GPT-3-Modell, aber abgeändert, sodass es eben für diesen Use Case dort funktioniert. Und GPT-4 ist nochmal viel größer und viel besser. Und das merkt man auch absolut. Man merkt da eben, dass sie allein schon die Erfahrungen der letzten Monate auch mit eingearbeitet haben. Also es ist unglaublich, was die damit jetzt erschaffen. Aber die Diskussion, und da bin ich ganz bei dir, hat jetzt gerade erst angefangen. Weil wenn sie jetzt im Unternehmen nutzbar machen wollen, das ist ja auch das Spannende für uns, damit, dass wir lokale Modelle trainieren, haben die meisten Modelle nämlich das Problem, die meisten Unternehmen das Problem, dass sie sich halt jetzt überlegen müssen, nimmt man ChatGPT und hat eine gewisse Gefahr dabei? Oder generell, wie sieht das Ganze aus, wenn man eben nicht bei lokalen Instanzen bleibt? Oder sucht man sich etwas, was man einfach unternehmensintern verwendet? Also was von vornherein klar ist, was über die Cloud oder von mir aus auch den unternehmenseigenen Server oder so abgespeichert ist und jetzt nicht unbedingt Zugang hat. Also schon Zugang zum Internet, aber nicht quasi diesen ständigen Austausch. Ja, aber lass uns mal genau über diese Lösung jetzt am Ende sprechen und da können wir auch für Attac ein bisschen Werbung machen, weil ich finde es total wichtig, den Unternehmen auch eine Lösung anzubieten, weil ich glaube, es ist keine Option, ChatGPT für Unternehmen oder im Unternehmenskontext, das kannst du gar nicht, stell dir mal vor, du hast 100 Mitarbeiter oder mehr oder nimm 10 Mitarbeiter oder mehr, du weißt ja gar nicht, was die Leute da eingeben, ja, kannst ja jetzt keine Bodycam oder so verteilen, um das irgendwie noch auszuwerten, sondern es muss einfach eine Unternehmenslösung geben, sodass ich eben nicht darauf verzichten muss, weil das finde ich eben auch wichtig. Wir müssen ja die Mitarbeiter befähigen, wir haben am Anfang gesagt, Fachkräftemangel, den können wir durch KI beheben, ja, indem wir unsere Leute einfach trainieren und die besser produktiver machen. Ja, meine Vorstellung ist ja, die Mitarbeiter müssen für das gleiche Gehalt nur noch halb so viel arbeiten, sind aber 10-mal produktiver mit einer KI. Ja, das ist so das Big Picture. Dann können die nämlich alle zu Hause, so wie ich das mache, ihre Kinder betüdeln und trotzdem produktiv und ihr Einkommen haben. Das muss auch irgendwie so in meiner Vorstellung die Zukunft sein, wenn wir über KI und Digitalisierung reden. Endlich mal, ja, weg vom Fließband hin zu einen wirklich produktiven Lifestyle. Aber mal hin zur Lösung. Was können Unternehmen heute machen? Wie sieht eine Lösung aus, die jetzt Attac anbietet, sodass ich diesen Vorteil nutzen kann, aber safe bin, also wirklich datenschutzkonform mit meinen Mitarbeitern arbeiten kann? Ja, genau. Also gut, dass du fragst. Natürlich haben wir uns auch von vornherein darüber Gedanken gemacht. Und es gibt ja auch tatsächlich auch in der deutschen Unternehmenslandschaft ein paar wirklich spannende Alternativen, beziehungsweise welche, die, sagen wir mal, das Ganze ergänzen. Und wir sind, würde ich sagen, eine davon. Wir sind in der Lage, eben Unternehmensdaten herzunehmen, die eben dann zu verarbeiten und auch eben Unternehmens-Chat-GPTs zu bauen quasi. Und diese Unternehmens-Chat-GPTs, die haben jetzt den ganz großen Vorteil, die sind nicht so gut, also ich weiß jetzt halt nicht, wie gut das wäre im Witze schreiben über Woody Harrelson mit irgendwelchen anderen Dingen noch dazu. Also worauf ich hinaus will, ist, die sind nicht trainiert mit so großen Datenmassen wie GPT selber jetzt hat. Aber das ist auch gar nicht nötig, weil das sind dann sogenannte spezialisierte KIs. Und diese spezialisierten KIs sind, wie der Name schon sagt, auf ganz spezielle Sachen eben fokussiert. Und das wäre eben dann zum Beispiel die unternehmensinternen Daten und die dann natürlich auch sehr heikel sind, also die auf keinen Fall nach außen dringen dürfen. Ja. Und im ganz kurz vielleicht zum Vorgang, bei uns läuft es dann so ab eben, wir bieten das Ganze an, gehen zum Unternehmen hin, sammeln die Daten, holen das quasi alles ab, werfen es in unser Modell rein,
trainieren das Ganze und haben dann quasi eben diese lokale Instanz. Und die hat dann eben, hat danach mehrere Vorteile, verursacht nicht die Kosten, die auf Dauer ein professionell genutztes GPT-Modell kostet. Das wissen viele ja auch nicht. Man kann auch GPT professionell benutzen, aber das kostet dann eben pro Aufruf. Und das ist dort weniger der Fall, sagen wir so. Und das Zweite, was natürlich der absolute Vorteil ist, ist, dass es sehr spezialisiert ist auf genau das, was ein Unternehmen, ein Verband, eine Organisation oder was auch immer braucht. Genau. Ja. Also, an alle, die jetzt hier zugehört haben, die das Thema spannend finden und ChatGPT in ihrem Unternehmen einsetzen wollen, wir werden in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge einen Link setzen. Da geht es zu einem Formular und da könnt ihr euch eintragen. Und wir schauen, dass wir mit Felix hier einen Termin hinkriegen, dass wir im Grunde genau darüber mal in einem Vorgespräch abstimmen können, wie man das für dein Unternehmen im Speziellen umsetzen kann, sodass das ganze Thema safe ist. Felix, ich gucke auf die Uhr und ich finde, wir haben eine runde Sache heute draus gemacht. Es hat mir echt Spaß gemacht und ich freue mich sehr auf die nächsten Folgen. Wir haben im Vorfeld gesprochen, dass wir versuchen wollen, so einen regelmäßigen Rhythmus reinzukriegen. Bis wir den gefunden haben, würde ich vorschlagen, wir veröffentlichen auf unserer Plattform Genius Alliance Space die Termine, wo wir diese Aufzeichnung machen für die Podcast-Folgen, sodass unsere Audience live dabei sein kann, Fragen stellen kann oder wir können auch jemanden mal live dazuschalten, um mal so eine kleine Diskussion anzuzetteln. Und dann schauen wir mal, dass wir vielleicht im Rhythmus von 14 Tagen, dass immer wieder neue Themen, neue Deep Dives mit dir zum Thema The Art of AI in diesem neuen Format auf Sendung gehen kann. Ja, sehr gerne. Ich freue mich schon. Ja, ich auch. Ich sage danke und wie gesagt, alle Informationen in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und Felix, bis zum nächsten Mal. Ja, danke. Bis zum nächsten Mal.